Ja, nochmal. Ja, hallo. Wir sind quasi mitten in unserer Unboxing-Session. Stefan war gerade, also wir sind Tierdix, das ist Stefan, ich bin Jürgen. Und Stefan war gerade in Malawi und Tansania auf Tee-Scouting-Tour. Und wir probieren gerade diesen geilen grünen Tee. Er hat einen Sack mitgebracht. Ja, also Unboxing ist leider, wir haben den Sack schon auf, es war ein total komplett fail. Die Kamera war auf irgendwie Slow-Mo angestellt. Sah gut aus. Und der Ton lief nicht. Ich weiß nicht, kann es noch falsch ergeben. Slow-Mo ist dein Ton. Genau, jetzt ist die Tüte schon auf. Wir haben hier einen grünen Tee, den habe ich jetzt aus Malawi. Er ist fair gehandelt. Ich habe mir die Arbeitsbedingungen angeschaut, das ist wirklich toll da. Wie viele Kilo sind das? Das sind jetzt 5,5 Kilo. Also ich habe das einfach entschieden. Also normal ist ja, wir haben ja vorher drüber gesprochen und normalerweise probieren wir vorher ein Sample und entscheiden dann gemeinsam. Aber diesmal haben wir gesagt, wenn Stefan das sieht, wo er sich sicher ist, dass wir das haben wollen, dann soll er einfach ein paar Kilo direkt mitbringen. Ja, ich habe es einfach gekauft. Und wir probieren den auch gerade schon. Also, ja. Jetzt schon die zweite Aufgabe-Variante gemacht. Wollen wir die anderen Tees auch noch zeigen? Oder? Ja, klar. Das ist ja irgendwie ein Unboxing-Video. Ja. Und das haben wir so. Also hier drehe ich da völlig ab, so, das ist einfach nur der totale Hammer. Ja, das ist der Oolong. Das wird so, weiß nicht, wird von Hand gerollt. Das sind, zwei Blätter zusammen. Das sind zwei Blätter, die so ineinander verrollt werden. Und das sieht aus, als würden Menschen Zigarren rollen. Also so ein bisschen sieht es auch so aus. Ne? Also ist ein, wir haben darüber schon gesprochen, alles ja, Unboxing ist leider schon durch. Wie so eine Schmetterlingspuppe. So ein Kokon, ja. Ja, so ein Kokon. Also ja, ein Kokon kommt auch gut. Ja. Der Tee ist, es ist ein Oolong. Er hat ganz typisch so eine, also es riecht wie ein, ich hatte vorhin Jingxuan Oolong gesagt. Das ist halt so eine geröstete Art, also wird nachgeröstet mit hoher Temperatur, kurz. Dann kommt so ein creamy, milky, so ein karamellartiges Aroma dabei raus. Ja. Also das ist das, habe ich auch gefunden. Also das ist so, wir sind ja unterwegs, ich bin ja unterwegs, ich suche nur die besten Qualitäten und alles, was so auf Massenware geht, so das, da machen wir gleich einen großen Bogen rum, ich habe mehrere Plantagen besucht. Ich habe immer gesagt, ich will das abgefahrene Zeug, ich will die guten Qualitäten haben, wir machen nur Premium. Und genau, da kam noch ein Weimutan raus. Weißer Tee. Weimutan nach chinesischem Vorbild. One Tip, Two Leaves. Die Optik ist so. Die Optik ist in Ordnung. Was mich aber wirklich überrascht hat, ist der Geschmack. Das ist ein Tropentee. Der kommt auch aus Malawi. Und auch eine Asamika-Pflanze, ne? Aus der Asamika. Die sind alle Asamika, oder? Ich glaube, die Needles nicht. Die Needles ist Sinensis und der Weimutan hier ist Asamika. Und ein Weimutan aus der Tropenzone ist immer so eine Sache, das findet man nicht. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Es war knalleheiß, es ist nah am Äquator. Es wird fast rund um die Uhr, wächst da was. Es gibt keinen Herbst, kein Frühling, keine Jahreszeit. Nur Regenzeit und nicht Regenzeit. Und ein Weimutan aus so einer Region ist nochmal geschmacklich immer was ganz anderes. Ja. Ich freue mich. Ich bin gespannt, die alle zu probieren. Jetzt erstmal den Grünen. Die Optik ist abgefahren. Ja, und den Grünen, wir sind mittendrin, wir haben den Grünen schon aufgegossen und haben jetzt nochmal die Dosierung geändert. Ja. Besser. Das ist eher so bei 90 Grad. 90 Grad, auf jeden Fall. Also die Dosierung würde ich sogar wie beim ersten machen, aber mit 90 Grad. 80 bis 90. Ich würde höher dosieren. Jetzt noch höher als ich das vierten? Ich würde 4 machen. Also, ihr seht, wir probieren den Kopf aus. Da ist noch locker ein zweiter drin.
Ja, also, Stefan hat geilen Shit mitgebracht. Und den grünen Tee, den gibt es dann auf jeden Fall bald im Shop. Ja. Und alles andere müssen wir uns jetzt so durchprobieren und dann werden wir sehen, was wir davon sozusagen in größerer Menge noch nachbestellen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Später. Bis später.